Freunde, herzlich willkommen, LC1 gemeinsam Start, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir fahren morgen nach, also wir, ich, ne? Du hast ja wirklich Zeit. Ich fahre morgen nach Treuenbrietzen. Ich habe richtig, richtig Bock, erste Mal diese Saison, es ist nur 3 Stunden, also 9 bis 12, aber besser als gar nicht fahren. Ich habe auf jeden Fall Bock, bin richtig, richtig heiß. Wir haben die 10.000 Abos auf Instagram, Digga. YouTube folgt hoffentlich bald, wir starten wieder mit guten Videos. Heute, wenn ihr das Video seht, kommen wir das erste Video der Saison mit dem Motorrad. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich lade jetzt alles ein und dann nehme ich euch mit zur Tanke, dass wir noch schön tanken. Und dann geht's los. Tschüss. So, Motorrad ist alles drin. Ich fahre jetzt zur Tankstelle und dann geht's nach Hause schlafen, weil ich muss um 7 Uhr los. Es ist 6.10 Uhr, Alter. Der ist auf jeden Fall nicht geklaut bei Rewe, würde ich nur mal sagen. Das ist der Klassiker, Freunde. Ein paar ungesunde Scheißbrötchen. Die Aktienmilch ist gewisse. Ich frühstücke jetzt erstmal ein bisschen Actimel. Hey Digga, die Baumkronen sind hier alle eingefroren. Es sind minus 2,5 Grad. Was mache ich hier gerade? Freunde, auf einen guten Trainingstag, auf wenig Armpump, auf schnelle Rundenzeiten und miese Whips. So Freunde, wir sind angekommen in Coswig, ja, wie gesagt, spontan habe ich dann nochmal gesagt, dass ich jetzt hierhin fahre, weil die länger offen war, die Strecke ist geschoben und so und fürs erste Mal fahren soll ja auch Spaß machen. Ausgeladen habe ich schon, ein paar Leute sind auch schon da, die anderen kommen gleich noch. Moped ist auch draußen. Digga, ist das schön, es ist einfach schön, ich finde es einfach schön. So Freunde, Klamotten sind an, neuer Thema, Brustpanzer, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie der so rollt und fährt und macht und tut. Jetzt erstmal auf dem Track ein bisschen warm fahren, auf ganz locker, mir die Strecke mal angucken, weil ich hier noch nie war. Dann sehen wir mal, was heute geht auf jeden Fall. Erster Turn, Alter. Erster Turn ist vorbei, war natürlich auch irgendwie einer der ersten auf der Strecke, weil keiner die Scheiße einfahren wollte. Und ja, was soll ich sagen? War jetzt gerade ist auf jeden Fall noch sehr, sehr schlammig und alles auch sehr, sehr weich. Dementsprechend noch nicht so geil. Meine Klamotten sind auch schon, ich sehe schon wieder aus wie ein Schwein. Gutes Training ist es auf jeden Fall, aber man muss echt Piano fahren. Was? Na, dass es hier so nach Essen riecht. Soll ich dir mal zeigen, was ich zu essen bei hab? Ich bin dabei, immerhin. Oh, Lecky. Lecky. Ich glaube, Timo, hast du gerade schon gefilmt? Nee. Nee, noch nicht. Es gab Komplikationen mit dem Bildschirm. Wenn du so lange Pause hast, dann musst du erst wieder drin finden. Ich glaube, wenn Timo nach der Mittags also echt noch bleibt, dann habt ihr ein paar coole Aufnahmen. Es wird langsam besser. Wir gucken mal, wie es nach Mittag wird, weil die schieben wohl noch mal. Und dann ist der Boden noch ein bisschen abgetrocknet. Auf jeden Fall mega, mega gut. Ich mach jetzt mal einen Turn. Dann sehen wir uns jetzt auf dem Track. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Was geht, Jürgen? Du kommst nicht vorwärts. Du hast die letzte Nacht im Stehen, im zweiten und im dritten Gang. Darf ich mal wischen? Im zweiten und im dritten Gang, du hast stehen so. Digga, das Motorrad fährt nicht nach vorne. Ich würde mal sagen, da muss ich für 15 her, oder? Ich darf nicht sagen. Da drin in den Kühlkörper und alles. In den Monitor. Was geht? Platz 10. Habt ihr schön Wand gebadet oder was? Ja, das war toll. Nur dank dir. Ich habe jetzt ca. 10 Aufnahmen eventuell. Das war echt nicht viel. Ja. Egal, besser als kein Video. Ne, Freunde? Also seid nicht so streng mit uns, dass es nicht so eine lange Pornoaufnahmen werden. Kurz und knackig. Kurz und knackig, kurz und kompakt, besser widerlich als widerlich. Aber wir müssen leider an der Stelle aufhören. Ich gleich noch vielleicht paar, ich fahre gleich nochmal KTM von Basti. Ja? Komm mal mit, Freunde. Das ist sauber. Gleich darf ich nochmal hier schön eine KTM fahren. Bin ich lange nicht gefahren. Ich bin gespannt. Aber das Ding ist hier auf jeden Fall durch heute.
Ich habe nämlich, also ich weiß nicht, wie lange ich nachher kerchern werde, aber... Dauert eine Weile. Ich schätze mal so... 2 Stunden und 30, 40 Euro werden es werden. Also 30 Euro glaube ich wirklich jetzt. Ja. Hey, mit. Denke ich auch. Bevor da überall der Dreck raus ist. Naja, Timos Kamera hat leider auch gelitten. Oh fuck, Alter. Aber oh, das ist ja schon, die, das ist ja schon halt wieder sauber. Ey, Timo. Das kostet eine neue. Wie viel kostet das? Naja, ich würde sagen, so wie es hier ist, so wird hier ist, wirklich schon mit 3,2 rechnen. Ne, mehr. Quatsch, mehr. Das alte Objektiverlehrer ist ja kann ich, dafür was? Ja. Du bist ja gefahren. Ja, doch, natürlich. Du hast ja das. Aber vielleicht ist es eine gute Aufnahme. Vor allem mit Kaya und Timo filmen immer so nach oben, weil ich so klein bin. Naja. Nee, alle Typen. Also, Freunde, alles für euch. Schreibt in die Kommentare, Timo ist der Beste, ne? Weil nur durch ihn entsteht ja halt ein Video und durch Kaya. Bitches come and go, bruh. Hallo. Mittagspause vorbei, Alter. Guck dir die neuen Klamotten an. Schöne Stiefel, ey. Ja, Wahnsinn, ne? Auch hier ist alles dirty. Der Helm. Was soll das? Was soll das? Wer fährt denn? Das ist ein neues Design. Ja? Also. Ah ja, egal. Aber was wirklich, wirklich geil ist, dieser Brustpanzer, der stand anfangs hier so ab und die meinten schon alle, dass bei Körperwärme sich der an deinen Körper so ein bisschen anliegt. Und jetzt von alleine liegt der jetzt hier an, das ist richtig geil. Ja, sag mal, hast du dir den Arsch gespritzen lassen? Nee. Also sieht schon ein bisschen fix aus, oder? Oh, okay, ja, dann warst du im Ruf. Film mal da rum. Schöne Musik einblenden. Oh, schneid das raus, schneid das raus. Du musst da raufhauen. Warum? Wegen Gefäße, dass es durchblutet wird, das oder? Das ist doch nicht, das war gerade nicht. Achso, ich dachte, das ist jetzt hier Tipps und Tricks von WM, Franka. Oder du musst sie vielleicht auch einfach, musst sie flüstern, dass sie warm werden soll. Franka, machst du bitte mit? Hallo Freunde, herzlich willkommen zum neuen Vlog auf meinem Kanal. Kommt, ich glaube, es ist scheiße. Ich fahre jetzt KTM. Oh Gott. Wir haben gegen die Sonne gefilmt. Ist das hier die KTM? Ja? Das ist meine Brille. Oh Mann. Das ist mein Helm. Das ist mein Jersey von TMX Moto. Yeah. Und warte, 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 bleib mal stehen. Nee, du musst. Was ist das da? Okay. Alter, oh. Hat das Ding E-Start oder was? Ja. Wow. Junge, Junge, also, bin ich gar nicht mehr gewöhnt, ey. Kannst auch mit dem Fuß ran, dann ist es ein Kickstart. Was? Du kannst auch mit dem Fuß ran, dann ist es ein Kickstart. Wenn ist. Wer ist denn eigentlich dieser Berlin-Bike-Connection? Oh, kennst du ihn als voll Alter, geil. Der komisch, ey, Ecke, damit die nie wegrollt und ins Auto kracht. Und weil ich eine faule Sau bin. Also die wiegt okay. Gerade aktuell bestimmt 20 Kilo mehr als sonst. Also sonst fährt die sich eigentlich besser. Er hat drauf hier. Er weiß, was in die Cam muss. Schneidet Toni das oder machst du das? Ich. Na gut, sonst hätte ich jetzt Toni gegrüßt. Dann nehme ich Klassen. Was sagen Sie? Statement? Bist du begeistert? Ja, mehr Leistung hat die, ne? Warte. Ja, und? Also und? Ja, also ich habe mich wohl gefühlt. So ist nicht. Also, mehr Leistung hat sie. Ich bin hinten aus den Sandlöchern, da ist die ja komplett verreckt. Wirklich? Hinten die lange Gerade, dann die Linkskurve. Ich wirklich mit. Was? Und dann entweder zu tief oder zu hoch. Auf jeden Fall kamen die nicht vorwärts. Da ist die deutlich stabiler und viel leichter. Jetzt musst du nochmal meine mit Sandschaufel fahren. Ja, das glaube ich. Also ehrlich, was man merkt einfach, das ist der einzige Nachteil, den ich jetzt groß bei der Suzuki erkenne. E-Starter.
Und die ist leichter. Die ist einfach handlicher. Ich glaube, wo viele eigentlich das Gegenteil sagen. Aber trotzdem stabil. Also, dass sie nicht handlich ist. Jetzt, der würde ich schon sagen. Also die fällt auch gut. Ich hätte, der Unterschied war gar nicht so krass, wie ich jetzt gedacht hätte. Aber handlicher und Leistung. Leistung. Okay. Wunderbar. Fahrwerk war halt scheiße für mich, ne? Das ist halt nur auf mich eingestellt. Nee, wie gesagt, Fahrwerk also war jetzt halt nicht so für mich, aber an sich ist sie einfach handlicher. Ich müsste noch mal eine Honda fahren, eine 250 für den Tag. Oh. Na, da hätte ich ja, da hätte ich eine Adresse. Und zwar? Rat mal dreimal. Du kriegst keine. Nein. Timo. Never. Echt? Nein, nein, was ist denn jetzt? Du hast gerade gesagt 100, 250er. Ja, dann eine neue. Oh Mann, ja, okay. So, Party People. Ich glaube, ich quatsche dieses Video ein bisschen viel. Aber ich kann... Oh, Sun, Alter. Alter, ich habe Sonnenbrille. Nein, ich fahre nicht runter. Toll. Ja, naja, ich bin auf jeden Fall jetzt gleich da, hier beim Kärchern. Ich hoffe, dass die überhaupt an sind bei den Temperaturen. Das wäre jetzt kacke, wenn die aus sind, weil ich muss die Karre kärchern. Die sieht aus wie Sau, Alter. Ihr seht es ja, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Geisteskrank. Ja, Mann. Es war auf jeden Fall ein fetter Tag, trotzdem war sehr, sehr lustig. Auch Basti mal wieder gesehen von Berlin Bike Connection. Auch ein Fahrer von TMX Moso habe ich getroffen. Der war zufällig auch heute in Coswig. Mega, mega cool. Grüße an Mike an der Stelle. Und ja, ich mache jetzt die Karre sauber, nehme euch ein bisschen mit. Hä? Ein Vorher-Nachher-Bild gibt es dann noch. Dann ausladen. Und dann geht's zu den Jungs. Boah, jetzt hätte ich fast gekotzt. Wild. Woo! So. Erster Waschgang ist durch. Da habe ich einfach nur versucht, mal ein bisschen den groben Dreck abzukriegen. Jetzt kann ich erstmal die Sitzbank. Dirtblaster ein bisschen anpumpen hier. Ihr seht schon, wie sich der Dreck hier löst, ne? Das ist krass. So, Motorrad steht hier. Ich habe jetzt keinen Bock, das einzuhieven, weil ich nächste Woche E-Service machen muss. Und ja, hier hört man das Knirschen. Das wird ein bisschen größerer Service nächste Woche, Schwinge mal neu, also ausbauen, Schwinge fetten, also beziehungsweise Schwingbolzen, Lenkauflager neu machen, Ölwechsel und. Reifen muss neu. Ja, also wird ein bisschen größeres Projekt, nehme ich auch euch mit im Video. Ne? Kommt aber nicht als extra Video, sondern wird irgendwo mit reingeschnitten in ein Motocross-Action-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein bisschen Liebe, liked, abonniert, kommentiert und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum. Ja, nicht mal mehr Outro kann ich. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.